Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu eurer Setup-Browser Kompetitione. Heute mal aus dem Hauptmenü. Und zuallererst mal ganz große Sorry dafür, dass ich die letzten 3 Wochen, glaube ich, nicht dazu gekommen bin, irgendwas hochzuladen. Ja, aber ich habe es echt zeitlich gar nicht gebacken bekommen. Und dann hatte ich auch noch meine Cockpit-Perspektive umgestellt. Das erzähle ich auch gleich nochmal beim Rennen. Und ja, musste deswegen noch ein bisschen mehr üben, ne, und bin dann nicht zum Rennen aufnehmen und hochladen gekommen, weil da auch kein vernünftiges Rennen zustande gekommen ist. Ich habe so ein bisschen gegen die KI trainiert und so, und das hat alles am Anfang nicht so richtig hundertprozentig gut geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber dazu erzähle ich gleich im Rennen noch ein bisschen was, dass wir auf jeden Fall fahren. Heute soll es darum gehen, dass ja am Mittwoch auf jeden Fall die Version 1.0 rauskommt. Und Donnerstag ist frei. Das trifft sich ganz gut für alle, die halt nicht draußen irgendwie was machen wollen, sondern lieber an ihrem Rig sitzen, an ihrem Lenkrad, was auch immer man da zu Hause hat. Und es gab, als Kunos gesagt hat, es ging jetzt über 1,5, 2 Wochen ungefähr, da gab es halt einen riesigen Aufschrei im Forum, was Multiplayer angeht, weil Kunos gesagt hat, ja, es wird halt keine Renn-Events geben, die halt von Woche zu Woche irgendwie wechseln, bis halt auf diese Special-Events, wo ich allerdings nicht weiß, wie der Rhythmus da sein wird. Ne? Aber das sind halt, es wird jetzt keine Meisterschaft in dem Sinne geben, dass man halt jede Woche irgendwie ein Rennen fahren kann und dann Punkte bekommt und dann irgendwie, was weiß ich, nach 3 Monaten, sage ich jetzt mal einfach so aus der Luft gegriffen, die Zahl, irgendwie eine Platzierung bekommt und dann irgendwie, was weiß ich, aufsteigen kann, absteigen kann, irgendeine Trophäe bekommt oder irgendwas, ne? Was natürlich super cool gewesen wäre und womit auch ganz viele Leute gerechnet haben, ehrlich gesagt. Und ich hatte das auch so ein bisschen gehofft, ne? Ganz viele Leute haben halt gedacht, ja, Kunos hat gesagt, es wird ganz tolles Matchmaking geben und das wird dann bestimmt so wie bei iRacing. Und ich hatte ein bisschen gehofft, dass es so eine Struktur gibt, so eine Serverstruktur, wo man dann halt mit gleich schnellen Leuten reinkommt, automatisch, ne, wenn man sich für ein Rennen einschreibt und dass es dann zu festgelegten Zeiten ist. Ist aber eigentlich gar nicht so notwendig und auch nicht so cool. Was halt cool wäre, ist, dass man halt auf einen gewissen Fortschritt hinarbeitet, der halt nicht das Rating hier irgendwie ist. Ne? Der Rating sieht halt so aus, Gesamtpunktzahl, und dann hat man hier halt diese unterschiedlichen Dinge aufgeschlüsselt. Das war auch ganz cool, aber das halt nicht irgendwie, dass man so hat eine Rennsaison oder sowas, ne, im Multiplayer, worauf man dann halt hinarbeiten kann. Da muss man dann wirklich in irgendwelche Ligen gehen, bei, ich werfe jetzt einfach meinen Namen in den Raum, irgendwie Race Department zum Beispiel, ne, oder Virtual Racing oder wie heißen denn die anderen? Virtual Racing und keine Ahnung, weiß gerade Virtual Sim Racing oder so, irgend sowas, ne? Da gibt es halt zwei relativ ähnlich klingende. Und dass man, da kann man halt in die Liga gehen, ne? Und da gibt es organisierte Rennen und die werden auch schon vorbereitet überall und so weiter und so fort. Und finde ich auch super cool. Die Frage ist dann immer, was ist mit den Spielern, die, wie ich, so ein bisschen off-paced sind, ne? Die einfach ein bisschen langsamer sind, die trauen sich zum einen natürlich nicht in so eine Liga, weil sie ganz genau wissen, da fahre ich ja ganz hinten mit. Und zum anderen können die da halt auch gar nicht fahren teilweise, ne, weil einfach gesagt wird, du bist halt zu schlecht, ne, das ergibt keinen Sinn und so. Und dann gibt es halt nicht in allen Ligen tatsächlich noch eine Unterliga, ne, also wo halt genug Fahrer zusammenkommen, dass man sagt, ja, die ganzen Leute, die halt nicht so schnell sind, die kommen halt in eine Liga weiter unten rein und dann könnt ihr euch halt, wenn ihr da gut abschneidet, irgendwie für die obere Liga qualifizieren und sowas. Gibt's, ja, aber ist halt nicht so irre verbreitet. Und deswegen hätte ich mir da von Kunos Seite was Offizielles gewünscht, ehrlich gesagt. Aber müssen wir halt mal gucken. Ne? Multiplayer wird halt so bleiben, dass man diesen Browser hat und dann. Und da ist mir direkt die Aufnahmesoftware hier im Menü hängen geblieben. Ne? Das ist halt alles noch ein bisschen sehr CPU-lastig, diese Menüs hier tatsächlich. Und da ruckelt das dann immer mit der Aufnahme und irgendwann hängt das komplett. Was ich erzählen wollte, war, es gibt halt diese Server und da kann man halt eigentlich sehen, wie kompetitiv das Ganze ist und wie clean der Server ist, ne? Also bezogen auf die eigenen Rundenzeiten kompetitiv.
wie dicht sind die an mir dran und clean, wie viele Unfälle gibt es einfach. Und es wird einen Quick-Join-Button geben, ne? Da kommt man halt einfach auf den obersten Server drauf. Und natürlich kann man sich auch einstellen, welche Server sind denn für mich jetzt die coolen Server. Ja, also da kann man zum einen die Strecken einstellen, ne? Zwischen 100 und 0% irgendwie ist, will ich heute nur Monster fahren, packe ich auf 100 und den Rest auf 0. Oder will ich Hungaroring nicht fahren und der Rest ist mir egal, dann stelle ich halt Hungaroring auf 0. Kein Problem. Und dann kann man sich noch überlegen, ne? Steam-Freunde, ne? Will ich mit denen am liebsten fahren? Sollen mir die Server danach sortiert werden, wo meine meisten Freunde drauf sind? Im Spiel selbst gibt es keine Freundesliste, muss man dazu sagen. Oder möchte ich lieber saubere Server haben und so weiter und so fort? Ne? Ist mir Serveraktivität wichtig oder sollen die Leute ungefähr meine Geschwindigkeit haben? Das sind so die ganzen Sachen, die man einstellen kann und dann bekommt man dann halt die Serverliste angezeigt, dementsprechend, und kann sich dann überlegen, ist der oberste Server für mich cool oder ist mir die Varianz beim Wetter einfach viel zu hoch, dass ich halt in Minute 1 Sonnenschein hier haben kann, in Minute 3 dann Gewitter und so weiter und so fort. Ergibt das für mich Sinn? Weiß ich nicht, mache ich nicht so gerne. Und dann gehe ich halt auf Server 2, 3, 4, irgendwas, oder ich drücke halt auf den Quick-Join-Button, dann komme ich halt auf den ersten freien Server im Prinzip drauf. Ja, und das ist ja meistens sowieso der Server, den man sich aussucht. Außer man ist jetzt halt in einer ganz besonderen Laune, dass man den halt nicht haben möchte, aber auch nicht die Filter umstellen möchte und so weiter und so fort. Also, das wird es geben und das wird Iteration 1 sein. Kunos wird da dran noch weiter arbeiten. Ich weiß nicht genau, was ich schon erzählt habe, dadurch, dass ich jetzt einen Cut machen musste und nochmal und so. Also wenn ich mich wiederhole, sorry. Kunos wird dran arbeiten. Ne? Es wird halt keine Saison geben, wo man auf irgendein Ziel hinarbeiten kann. Dafür dann halt die ganzen Ligen in der Community und so weiter und so fort. Aber es wird halt ein vernünftiges System geben, das manche Leute halt nicht als Matchmaking akzeptieren, was aber im Prinzip Matchmaking ist in meinen Augen. Nur halt kein super automatisiertes Klicken und sofort ins Rennen reinkommen, Matchmaking. Gibt es halt hier dann mit dem Knopf, ne? Muss man aber nicht nehmen, sondern es ist halt ein bisschen anders organisiert. Und da müssen wir dann mal schauen, wie das Ganze aussieht, wie sich das verhält, wie sich die Server entwickeln werden von den Beschränkungen her, von Safety und Track Medits und so weiter und so fort. Und wie viele Leute dann Bock haben, da drauf zu spielen. Halt immer im Hinterkopf mit der fehlenden Langzeitmotivation durch fehlende Saisons. Da müssen wir mal schauen. Gucken wir uns an. Ich werde jetzt ein Rennen fahren. Ich bin gerade schon gefahren. Mache die Aufnahme hier jetzt hinterher. Schon wieder abgekackt. Was ich sagen wollte ist, ich bin gerade schon gefahren, das Rennen. Mache die Aufnahme jetzt anschließend. Ich bin hier auf dem GTR Masters Server gefahren. War ganz gut. Ne? Der ist nicht beschränkt. Von daher merkt man ein bisschen, aber es war jetzt nicht so krass extrem, dass da irgendwelche Rammer unterwegs gewesen wären oder sowas, was ja auch ganz lange ein Thema war, sondern das Rennen lief tatsächlich einigermaßen gesittet ab. Waren tatsächlich die Leute auch so ungefähr mein Niveau ein bisschen besser, ein paar ein bisschen schlechter. Von daher war ganz okay. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ihr fühlt euch hoffentlich auch gleich unterhalten und dann Motoren starten und los geht's. So. Dann gönnen wir uns mal ein kleines Rennen. 5 Minuten geht das. Und schauen mal, ob das hier einigermaßen sauber abläuft. Ich weiß es nicht. Ich hatte gerade im Qualifying hier schon ein, zwei Chaoten dabei. Von daher, mal gucken. Also könnt ihr immer noch Zeit. Break like pussy, please don't kill me. Mir fehlt ja irgendwie ein bisschen Voice Chat hier tatsächlich. Muss ich ja jetzt einfach mal so sagen. So, ich kann auch keinen Gang einlegen. Da ist er. Sofort gehen die Motoren hier alle an. Okay, da ist mir immerhin schon mal niemand hinten reingefahren. Ich bin ja direkt ein bisschen erstaunt.
green light, give it all you can. Low tire pressure, stay away from curbs. So früh geht hier schon die Ampel an. Richtig geil. Da stehst du halt echt noch hinten in der Kurve. Nice, nice, nice. So, wenigstens habe ich ein bisschen Platz vor mir, um hier das Schlimmste hoffentlich vermeiden zu können, denkst du? Welche Nummer bin ich denn? Nummer 26, okay, gut zu wissen. Ich glaube, meine Strafen unten werden auch in Orange angezeigt inzwischen. Ah nein, Wagennummer ist 18. Okay. Oh, vorsichtig, Junge. Oh, den hat er echt spät gesehen. Ja, komm ruhig in lang, ist gar kein Problem. Okay, machen wir es drei breit oder wie hättet ihr das gerne? Alter, sein Ernst. Und dann ist er hier halt so langsam, vielleicht auch ein bisschen bedingt durch den Nissan vor ihm, dass er mich ausbremst. Aber da durchzugehen, ne, bisschen gefährlich. So, jetzt habe ich ein bisschen Problem, weil ich ein bisschen eingeengt bin. Ferrari vor mir hat schon echt spät gebremst. Er hatte wahrscheinlich ein bisschen Angst, dass ich ihm hinten drauf fahre. Vielleicht zu Recht. Nein, oh. Sorry, Mate. Er hat doch gesehen, dass ich neben ihm bin, denke ich. Weiß ich nicht. Ich hatte gehofft, dass er mich gesehen hat. Ich meine, da zu zweit durch die Schikane ist natürlich ein bisschen hakelig immer. Aber man kann das auch machen, wenn man langsam genug ist. Denn hier aus? Ganz gut. Wir arbeiten uns langsam vor. Oh, der Lambo vor mir. Ganz da sehr früh. Und ich komme nicht gut durch, keine gute Linie. Da muss ich lupfen. Shit. Okay, ja, bis jetzt erstaunlich friedlich. Ja, der hinter mir, der wird natürlich einen Move machen. Ist auch sein gutes Recht hier. Oh, der ordnet sich sogar wieder hinter mir ein. Das ist ja super nice. Danke, wer auch immer du bist, Ken. So, ich bin auf Platz 12, Wagen Nummer 26. Jetzt habe ich es endlich sortiert. Da muss ich ungefähr 3 Meter früher bremsen, denke ich. Verteidige deine Position. Ist hinter mir jemand? Halbe Sekunde Abstand nach hinten. Lol, da war ich gerade von dem Lambo da vorne abgelenkt und wäre dann beinahe selber abgeflogen. Weil der da einfach so geil drüber gehüpft ist.
Oh, da hat es kurz gehakt. Das war nicht so gut. Mitten in der Bremszone. Und kurz vorm Einlenkpunkt. Viel zu unruhig am Kurveneingang. So, da links der Lambo macht irgendeinen Quatsch. Mache ich mal noch ein bisschen mehr Platz für den Mann links neben mir. Ken hier vor mir, der fährt echt schön. In dem fühle ich mich sicher, wenn der vor oder hinter mir fährt. Das macht Spaß. Achso, Kameraperspektive habe ich noch gar nicht erwähnt, ne? Habe ich umgestellt, weil ich habe das Field of View falsch eingestellt gehabt. Ich wollte halt ein natürliches Field of View haben, habe aber nicht gerafft, dass Assetto Corsa Competizione mit einem mit horizontalen Zahlen arbeitet. Ja, ich habe extra noch den Schlenker gemacht, damit er da ist gerade keiner da, sehr schön, damit er da vorbeikommt. Und was macht er? Er fährt natürlich trotzdem direkt in mich rein. Außen lang, ich lasse dich vorbei. Verteidigen soll ich? Hinter mir ist gerade niemand. Ich lupfe mal ein bisschen. Ich vertraue dem Lambo nicht so richtig. So, hier schön innerhalb der Streckenlimits bleiben. Da hinten kann man sich nämlich gerne mal eine Durchfahrtsstrafe einhandeln. So, Platz 13 haben wir. War ich ein bisschen zu früh gebremst. Zum Glück war da niemand hinter mir, weil ich oben auf die Ratings geschielt habe. Ich wollte mal gucken, ob mein Safety Rating schon arg gelitten hat. Das geht. Sollte man vielleicht auch nicht unbedingt im Rennen machen. Ah. Überhaupt nicht gut rumgekommen schon wieder. Er bleibt da, Alter, tastet er sich da? Ich weiß nicht, ob er geleckt hat oder ob er sich wirklich so komisch vorgetastet hat. Na, er ist halt erst so angefahren, dann hat er wieder gestoppt und dachte ich, okay, hat er mich gesehen, alles easy. Und dann hat er sich wieder nach vorne getastet. Und ich verkacke die Kurve hier komplett. Well done, mate. That's all best.
Ich habe festgestellt, ne, mit dieser Perspektive hier fährt es sich wirklich viel präziser. Das habe ich sofort gemerkt, als ich umgeschaltet habe. Nachteil an der Perspektive, man sieht halt links und rechts viel weniger. Das heißt, so langgezogene Kurven oder enge Kurven, ne, die fährt man komplett blind. Deswegen hoffe ich ja immer noch, dass in Version 1.0, wir erinnern uns, Mittwoch, Head-Tracking unterstützt wird. Das wäre eine unglaubliche Erleichterung für mich, hoffe ich. Rennspiele habe ich noch nicht mit Head-Tracking ausprobiert, aber ich muss halt echt in diese Kurven reingucken können. Weil ich ansonsten echt immer raten muss. Ne? Also klar, man kann das üben. Man kann halt gucken, wo kommt man an am Ausgang und dann weiß man halt, okay, ein bisschen anders einlenken an einem anderen Punkt. Ich finde es halt unglaublich unangenehm, das im Traffic zu machen. Also wenn ihr Verkehr links neben mir ist oder vor mir oder so, dann halt immer so ein bisschen zu raten, okay, wo genau sind die jetzt? Dann komme ich durch die Kurve, ohne die wegzurammen oder ohne, dass sie mich wegrammen. Ach, Safety ist gerade schon wieder gestiegen, war zwischenzeitlich runter. Ich wollte gerade sagen, okay, jetzt wird es sehr interessant mit dem grünen Lambo. Aber der hat dann doch noch das Gaspedal gefunden. Vielleicht kam der gerade aus der Box und dann ist man da einfach ein bisschen langsam. Ups. Oh, der kann aber seine Linie nicht so richtig halten. Fuck. Da habe ich nur auf den Lambo geguckt. Oh Mann, Lenkung komplett im Eimer. Sorry, Mate, tut mir leid. Ja, mein Lenkrad steht hier fast 90 Grad schief. Ich habe kaum noch Kontrolle. So, mal gucken. Oh, das sind locker 75 Grad, die mein Lenkrad hier schief steht. Das heißt, ich werde gleich ganz gemütlich um diese Kurve trotten. Blockieren natürlich ein bisschen die Linie. Ich sehe mal zu, dass ich nach innen komme hier an der Stelle. Dann kommen die Jungs außer an mir vorbei. Und dann humpeln wir mal in die Box. Ja, scheiße, das war jetzt echt mega unnötig gerade. Stehe ich nicht gut? Stehe nicht gut, scheinbar. Behind, okay. Ah, da hat er mir gesagt, dass ich stoppen kann. Eine Minute, so lange geht das Rennen gar nicht mehr. Okay, gut. Ich würde sagen, mal gucken, ob ich nochmal rauskomme. Und mal gucken, wie arg das jetzt gleich referiert ist.
Ich war eigentlich ganz gut unterwegs. Ja, und dann sowas halt. Da muss ich gleich noch mal ins Replay reingucken, ob sich das irgendwie hätte vermeiden lassen. Aber vielleicht fahre ich auch gar nicht noch mal raus. Vielleicht gucken wir einfach schnell, weil die Replays werden ja nicht gespeichert. Gucken wir einfach mal. Ah, ich kann nicht. Und dann schauen wir einfach noch mal ins Replay rein und dann. Nee, ich will die Runde zu Ende fahren. Okay, Lenkung ist wieder gerade. Mal sehen, wenn die Boxenampel jetzt auf Rot steht, darf ich halt nicht noch mal raus. Aber alles cool. So, jetzt weiß ich nicht, das Hauptfeld wird es hier nicht sein, das gerade an mir vorbeischießt. Ja, das ist genau das, man kommt aus der Box und da ist man halt langsam, weil man dafür halt keinen Bremspunkt hat. Dann geht man halt auch so. Aber in einer Minute so einen krassen Schaden repariert, das ist schon gut. Ich weiß nicht, ob das dann im finalen Spiel auch so bleiben wird oder eher nicht. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil das ist mega schnell repariert halt. So, jetzt sind die Reifen wieder ein kleines bisschen kühl hier. Davon lasse ich mich einfach gar nicht beeindrucken. So, und dann sind wir hier. Eine Runde hinten dran. Oh shit, shit, shit. Nein, nein. Oh, fuck. So, hier zu viel gewollt. Dachte ich mir noch so, Linie durch die Kurve nicht gut erwischt. Und dann aber trotzdem voll durchgetreten und dann halt rechts da irgendwie, ich weiß gar nicht, was das da ist. AstroTurf oder ein Stück Sand oder sowas. Ich glaube, es ist ein Stück Kies, wo man da drauf kommt. Und den halt voll mitgenommen. Und das ist dann natürlich deutlich uncool. Also nach der Box, ne? Die Runde ein bisschen gemächlicher wieder angehen. Die Reifen sind halt noch nicht da, wo sie hin müssen. Ups, hat geknirscht. So, dann werden wir hier einmal ins in die Garage zurück. Ne, wir gucken uns einfach das Replay an. Mal sehen, ob ich jetzt so schnell die richtige Stelle finde, wo der Ferrari rumgurkte. Das muss er hier. Da. Ah, scheiße. Ah, ja. Und das war's schon mit dem Replay. Und das war's dann auch für heute schon mit der Folge, Jungs und Mädels. Leider ein bisschen unbefriedigend, das Rennen. Ich habe jetzt auch gar nicht gesehen, wo ich rausgekommen bin im Endeffekt. Kann ich mir da auch im Replay nochmal angucken. Genau wie ihr. Ne, ihr könnt dann stoppen und euch auch die Situation mit dem Ferrari da nochmal angucken. Aber ich denke, ich hätte es eigentlich sehen können, wenn ich nicht so auf den Lambo, glaube ich, ne, grüner Lambo war das vor mir, fixiert gewesen wäre, weil ich dem nicht so vertraut habe, so richtig. Da hätte ich den Ferrari, glaube ich, früher sehen können. War schon mega ärgerlich. Gut, Jungs und Mädels, das war's für heute dann auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und eine wunderschöne Woche. Und dann hoffe ich, dass ich irgendwann Donnerstag eine Folge hochladen kann, damit Version 1.0. Und dann ist der Plan erstmal schön Aston Martin fahren und mal gucken, welche von den neuen Strecken, ein paar sind ja noch übrig, mir da ganz gut gefällt.
Schauen wir einfach mal. Für heute war es das auf jeden Fall. Macht's gut. Bis dann. Habt eine schöne Zeit. Ciao.